Da bin ich wieder. Hallöchen, liebe Sichtbarkeitsfreunde. Heute geht's um Final Cut Pro X und wie du Bild in Bild machst. Das heißt, wie du zum Beispiel jetzt dieses Bild auch hier angezeigt bekommst. So, das heißt, wenn du das hier so wie ich jetzt in deine Zeitschiene packst, dann sagt Final Cut Pro, okay, das obere ist immer das Wichtigere. So, ja, schön. Jetzt ist natürlich der komplette Film nur das Bild. Das ist nicht der Effekt, den wir haben wollen. Wir möchten das kleiner anzeigen. Hier entweder links oben, rechts oben oder. Man kann auch Hochkantbilder machen, so halb-halb. Ich will dir jetzt nur zeigen, wie es rein theoretisch für dich gehen würde. Also, du gehst hier auf das Bild oder du hast es markiert hier, wieder gelben Rahmen. Immer das, was du bearbeiten möchtest, da ist so ein Rahmen drum. Gehst hier auf das Dropdown und markierst dann Transformieren. So. Das Resultat ist, das kriegt so kleine blaue Punkte, dein Bild. Und dann kannst du das nämlich hier, wenn die Maus sich so ändert, kannst du das dann kleiner ziehen. So. Und dann kannst du es hinschieben, wo du es hinhaben möchtest. Und ich zeige dir den Effekt, wie das dann aussieht. Dann hat man nämlich Bild im Bild. So. Da kann man jetzt auch zwei Videos machen und so weiter, ne? Also, da geht alles. Du kannst Fotos, Videos, genau. Und hier hört es dann auf und dann hat man wieder nur das eine Bild. So, das wollte ich dir kurz gezeigt haben. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Bis dann. Tschüss.